Den Freitag, den hatte ich mir ganz toll vorgestellt. Freier Tag, in meinem Büro war der Schreibtisch weitgehend leergeräumt und ich dachte, jetzt kümmere ich mich ein bisschen um meine Perlen und nebenbei gucke ich Schach, denn das Grenke Open läuft. Und in der zweiten und dritten Runde waren wieder so Paarungen David gegen Goliath zu erwarten. Aber die Davids werden immer größer und die Goliaths haben es immer schwieriger. Und da war einiges, das war ganz interessant. Eine von diesen Partien zeige ich euch heute. Aber gestern hatte ich erstmal die kalte Dusche, denn es gab kein Schach zu sehen. Es war ja Karfreitag. Tanzverbot, Sportverbot. Und das gilt auch beim Schach, wie ich einmal mehr festgestellt habe. Es ist mir dann im Nachhinein aufgefallen, dass ich das ja eigentlich weiß, aber es trifft mich offenbar immer neu, denn mein Gedächtnis, das reicht nicht über ein Jahr. Und so war es dann auch gestern beim Grenke Open. Die Partien wurden nicht live übertragen und ich konnte kein Schach gucken. Und dann habe ich mich natürlich gewundert, aber wieso können die denn spielen, wenn doch Sportverbot ist und Tanzverbot? Und dann aber nur nicht übertragen. Wie passt denn das zusammen? Das Geheimnis war wohl, dass die gestern sozusagen geschlossene Gesellschaft hatten und öffentliche Sportveranstaltungen sind nicht erlaubt. Wenn du dich alleine im privaten Kreis triffst, dann ist Sport okay. Und so trafen sich dann gestern in Karlsruhe 2600 Leute im geschlossenen privaten Kreis zum Schachspielen. Und es konnte aber keiner zugucken, so war es möglich. Und auch, es gab halt auch keine Live-Übertragung. Ich habe dann es trotzdem geschafft, mir ein paar Partien zu organisieren, um euch heute noch, bevor ich mich gleich auf die Autobahn begebe und nach Karlsruhe fahre, um euch noch eine davon zeigen zu können. Der Paarung nach gab es da einige interessante. Ne? Es gibt also einen 12-jährigen rumänischen FM, der Arjun Erigaisi, der Nummer 9 der Welt, der Top-Gesetzte im Open, einen halben Punkt abgenommen hat. Das war ein heißer Kandidat, aber eine sehr, sehr lange Partie, 136 Züge. Und ich habe mich dann dagegen entschieden. Und dachte, ich stelle euch heute mal jemanden vor, die hier sowieso dringend mal vorkommen muss. Katerina Dolzikova, die hatten wir noch gar nicht, obwohl die doch Nationalspielerin ist und auch eine ganz bewegte Geschichte hat. Katerina stammt aus der Ukraine. In Urzeiten war sie mal die Ehefrau von Sergei Karjakin, sagt aber heute, das war ein schrecklicher Jugendirrtum und diese Ehe hielt auch nicht lange. Karjakin ist dann relativ schnell nach Moskau abgedriftet, sie ist auf der Krim geblieben, ist Kriegsflüchtling und hat jetzt aber eine tolle Integrationsgeschichte, ist im Frankfurter Raum angekommen und hat da eine Liebe und eine Aufgabe gefunden, arbeitet als Schachlehrerin. Träumt davon, eine eigene Schule zu eröffnen, hat da einen guten Kreis von Leuten, der sie umgibt, der sie auch ein bisschen unterstützt. Nebenbei ist sie eine unheimlich liebenswerte Person. Ich habe sie bei der offenen internationalen Bayerischen Meisterschaft mal kennengelernt und interviewt und mochte sie sehr, sehr gerne. Und die gute Nachricht ist, Katharina ist jetzt auch Teil des deutschen Kaders. Ihr Elo von 2259, der hier steht, der ist ein bisschen irreführend. Auch sie unterliegt diesen Schwankungen. Die hat schon zwei IM-Normen. Die war auch schon über 2350. Also die kann schon spielen und hat auch durchaus noch was vor. Unmittelbar hat sie vor, Teil der deutschen Nationalmannschaft bei der Schacholympiade 2024 zu sein. Das wird nicht ganz leicht, denn da ist die Konkurrenz groß. Aber sie ist sicher eine von den Kandidatinnen, die da ins Team rutschen könnte. Natürlich spielt sie im Grenke Open mit, wie fast der komplette deutsche Kader, so ein paar Ausnahmen, aber fast der komplette deutsche Kader. Und in der zweiten Runde traf sie auf Ivan Šarić. Das ist nun eine andere Hausnummer als Katerina Dolčíková. Wir sehen es am Elo, der 2670, der war auch schon über 2700. Das ist ein Großmeister von internationaler Spitzenklasse. Der war mal Europameister. Der ist nicht ganz Weltklasse, aber eben eins darunter und schon seit einigen Jahren dabei und seit einigen Jahren auf diesem Spitzenlevel. Also das ist schon eine ganz, ganz große Nummer. Aber auch für den gilt, so gegen Katerina Dolčíková, das ist kein Selbstläufer, da muss auch erstmal gespielt werden. Und wir werden gleich sehen, wie so ein Spitzenprofi so eine Partie angeht, denn das war genau das, was er wollte. Er wollte nicht das letzte bisschen plus 0,1 oder so aus der Eröffnung rausmelken, sondern der wollte in erster Linie eine komplexe Partie spielen und hoffte darauf, dass sich dann auf die Dauer seine überlegene Spielstärke durchsetzt. Und ob das funktioniert hat, ob das geklappt hat, das schauen wir uns jetzt an. Ivan Šarić gegen Katerina Dolčíková, Grenke Open, zweite Runde. Ivan Šarić beginnt die Partie mit Springer F3.
Und wir haben jetzt sehr schnell einen Königsinder auf dem Brett. Was schon mal ganz bemerkenswert ist, weil Šarić ist selbst ein großer Königsindisch-Spieler. Und Katharina Dolcikova scheut sich aber nicht, ihm sozusagen seine Eröffnung vorzusetzen. Und ja, Šarić spielt dagegen das Fianchetto-System, ne, mit dem Läufer auf G2, was ich persönlich für das Unangenehmste gegen Königsindisch halte. Ich hatte mal so eine kurze Phase, da habe ich auch Königsindisch gespielt, obwohl das eigentlich überhaupt nicht zu mir passt. Ich bin dann auch relativ bald zu Slawisch übergegangen und dann auch weitgehend dabei geblieben. Der Fianchetto, Königsinder, das ist so eine eher positionelle Herangehensweise, die dafür geeignet ist, Schwarz, wenn er nicht sehr präzise spielt, langsam, aber sicher zu erdrücken. In dieser Stellung ist so der Hauptzug Springer BD7, 00, E5, E4. Und wenn Schwarz sich dann dazu entscheidet, auf D4 rauszunehmen, was auch so der, sagen wir mal, der klassische Weg ist, das zu spielen mit ein bisschen Druck gegen den Bauern E4, Turm E1, dann muss man als Schwarzer höllisch aufpassen, denn wenn man nichts macht, dann wird man hier nach und nach erdrückt und überrollt. Und ich könnte dann von ein paar Partien von mir berichten, in denen mir mit Schwarz genau das passiert ist, bevor ich das dann aufgegeben habe. Man muss also als Schwarzer hier schon sehr, sehr präzise und sehr, sehr energisch Gegenspiel am Damenflügel organisieren. Und das ist gar nicht so leicht, um das zu rechtfertigen. Es gibt auch einige sehr, sehr lange Varianten. Da muss man dann sehr viel, sehr konkrete Theorie kennen. Ich habe hier Keimer gegen Firouzja aus dem Title Tuesday. Das ist auch diese Stellung H3, ist der typische Zug, den Weiß immer macht. Und auch Dame B6 gibt es C5. Das ist hier ein Schlüsselzug in diesem Abspiel. Und das geht dann ganz lange, ganz forciert weiter. Hier opfert Weiß eine Reihe von Bauern. Wenn wir durchzählen, sind es, glaube ich, zwei, die Weiß in diesem Abspiel gibt. 4 und 2 sind 6 und bei Schwarz sind noch alle 8 beisammen. Ne, nee, sind 7. Ah, ne, es ist ein Bauer, den Weiß opfert. Entschuldigt bitte. Ihr seht, das ist lange her. Ich bin da in der Theorie nicht mehr ganz so vertraut. Aber für diesen Bauern, ne, wenn wir uns hier dieses unkoordinierte Zeugs hier angucken auf schwarzer Seite, die schwarzen Leute, die sehr, sehr schwer ins Spiel kommen, da pocht Weiß auf Koordination. Die Maschine findet das sogar schon deutlich besser für Weiß. Auch sowas muss man als Schwarzer dann sehr, sehr präzise spielen. Das ist alles nicht verloren für Schwarz, aber ich finde das eine unheimlich schwierige Aufgabe für Schwarz, gegen diesen Fianchetto-Königsinder zu spielen. Es gibt mehrere prinzipiell andere Wege. Einen prinzipiell anderen Weg, der noch so eine Art Hauptweg ist, den wählt Katharina an dieser Stelle. Sie spielt Springer C6. Was Weiß natürlich sogleich einlädt, dem Kollegen einen Tritt zu geben. Den will der aber auch sehen, diesen Tritt. Spielt dann Springer A5 mit Angriff auf den Bauern C4, B3. Und worum es Schwarz hier genau geht, werden wir gleich sehen, aber ich würde gerne noch auf eine Taktik hinweisen, die nicht funktioniert, denn man könnte denken, Moment, B3, ist der hier jetzt nicht los und ungedeckte Figuren sind immer taktische Ziele. Und kann man jetzt nicht auf D5 rausnehmen? Ja. Springer schlecht, D5 kommt, hängt der Turm auf A1, könnte man denken. Es hat sich nur gezeigt, und das ist auch bekannt, das ist jetzt kein Geheimnis, was ich euch verrate oder so, dass Schwarz hier durchaus diese Qualität mitnehmen kann. Weiß hat hier das ein bisschen fiese Läufer D2 mit Doppelangriff auf den A1. Schien es leider zu doof, zwei rote Pfeile zu machen. Läufer D2 mit dem Angriff auf den A1 und auf den A5. Sodass hier zwei Figuren hängen. Das kann man allerdings noch mit dem Gegenangriff C6 kontern, was den A5 deckt und den D5 angreift. Dann nimmt man sich als Weißer hier einen Bauern mit und nimmt dann auf A1 und hat dann zwar eine Qualität weniger, aber schöne Kompensation dafür. Also die Praxis hat gezeigt, dass Weiß hier sogar überragende Kompensation für die Minusqualität hat. Es wird auch ein bisschen deutlich, wenn wir sehen, dass Schwarz hier schon Schwierigkeiten hat, den A5-Springer zu decken. Da muss man B6 spielen und dann kommt irgendwann Läufer A5, BA, dann ist die Struktur kaputt, dann wirkt der katalanische Läufer auf der langen Diagonale und auf der anderen Seite sind die schwarzen Felder schwach. Da hat Weiß sehr schönes Spiel für die Qualität und darum machen die
Schwarzen das auch nicht, sondern spielen an dieser Stelle C5. Das ist Teil des schwarzen Konzeptes. Und jetzt droht Springer schlecht D5 tatsächlich. Ja, die Maschine ist schon ganz wild und macht ganz viele rote Zeile. Das droht jetzt tatsächlich, weil nämlich in dem Abspiel, das wir eben gesehen haben, dieses Läufer D2 kommt jetzt nicht mehr mit Angriff auf den Springer A5, denn der ist jetzt gedeckt. Sodass diese Taktik in der Luft liegt, aber jetzt hat Weiß Zeit, Läufer B2 zu spielen und dieses Springer schlecht D5 aus der Stellung zu nehmen. Das ist die Konstruktion, die Schwarz vorschwebte. Und die Idee ist, hier A6 zu spielen und das mit Turm B8 und B5 zu kombinieren. Und dann ergibt der Springer auf A5 vielleicht Sinn, weil man dann ja Druck gegen den Punkt C4 aufbaut. Das ist der Hebel, den Schwarz ansetzen möchte. Schwarz hat noch einen zweiten Hebel, nämlich diesen, aber der steht für den Moment erstmal zurück. Der konkrete Plan ist Turm B8, B5 und Spiel gegen den weißen Damenflügel. Weiß würde ja hier oder auch nach der Rochade gerne E4 spielen. Und der potenzielle weiße Durchbruch, der in der Partie eine Rolle spielen wird, ist E5. Bei E4 ist immer das Problem, da können wir vielleicht mal hinstellen, bei E4 ist immer das Problem, der geht nicht, weil hier ist einer gefesselt. Da kommt wieder der königsindische Läufer zum Einsatz. Insofern muss man E4 ein bisschen vorbereiten und so verstehen wir auch den nächsten weißen Zug, nämlich Springer D2. Der macht E4 möglich. Jetzt würde man mit dem D-Springer den E4 wegnehmen. Turm B8. Turm B8 ist klar, B5 ist der schwarze Plan. Und die normale Fortsetzung, und dann sind wir immer noch ganz tief in der Theorie, ist jetzt hier zu rochieren und nach B5 erstmal Dame C2 zu spielen und dann langsam mit E4, E5, vielleicht sogar F4, E5 dann anzufangen. Und es ist eine hochtheoretische Stellung, zu der es wahrscheinlich schon hunderte Partien gibt oder so. Können wir gerade gucken. Machen wir doch mal hier die Online-Datenbank an. Ach, tausende Partien. Ne? Allein in dieser Online-Datenbank, die keine komplette Datenbank ist, sehen wir hier 2452 Partien findet er zu dieser Stellung. Das wäre so der Hauptweg und dann würde es eine theoretische Debatte geben und für die wäre Ivan Šarić als Königsindespieler wahrscheinlich auch gut gewappnet, aber hatte er gar kein Interesse dran. Er wollte eine Partie spielen und macht hier einen Zug, der ist tatsächlich eine Neuerung. Turm C1, es erschließt sich auch nicht sofort, wozu der gut ist, denn er macht ja nichts Aktives und eine C-Linie wird hier bestimmt nicht aufgehen. Der wollte das mit Läufer A1 kombinieren. Jetzt ist dieser Läufer gedeckt und potenzielle Fesselung des Springers C3 auf der langen Diagonale spielen keine Rolle. Das ist natürlich ein bisschen schlapp. Das ist ja jetzt nicht der Weg, um Vorteil zu kriegen. Aber andererseits ist es jetzt eine Stellung, die hat es so noch nie gegeben. Und jetzt hat Šarić das, was er will, nämlich er hat eine Partie, in der beide Seiten auf sich gestellt sind. Katharina spielt ihr Springer D7, macht ihren königsindischen Läufer lang, liebäugelt vielleicht auch mit dem Feld E5. Vielleicht ist auch schwarzes E5 mal eine Idee, je nachdem, was so passiert. Und Šarić macht jetzt seinen typischen Zug E4. Und weil das Ganze von Weiß natürlich ein bisschen schlapp vorgetragen ist, guck mal, gibt sogar schon ein Fragezeichen von der Maschine, so weit möchte ich jetzt nicht gehen. Aber weil das Ganze ein bisschen schlapp von Weiß vorgetragen ist, mit seinem Turm C1, Läufer A1, was zwei Züge sind, die Weiß unmittelbar erstmal nicht weiterbringen, sollte Schwarz hier tatsächlich ganz gutes Spiel haben. Und der beste Weg für Schwarz hier ist jetzt eigentlich den vorgezeichneten Weg weiter zu beschreiten, nämlich Druck gegen den C4 aufzubauen. B schlecht C. B schlecht C. Und jetzt erst noch Läufer D4, sich auf dieses geschwächte Feld stellen und das jetzt kombinieren. Jetzt liegen so Springer E5, Turm B4 Sachen in der Luft und hier gibt es leicht Probleme. Und wenn Weiß jetzt das ein bisschen unvorsichtig spielt und hier einfach den normalen Zug macht, Rochade, dann kann das ganz schnell, dann ist die schwarze Stellung schon wie so eine Sprungfeder. Springer E5 mit Angriff auf den C4. Wenn wir den dann ganz unschuldig decken mit Dame E2, dann kommt schon Läufer G4 und ne, man beachte, F3 geht nicht, weil der gefesselt ist. Dann ist die schwarze Stellung wie so eine Sprungfeder. Dann kommen die alle angesprungen und es gibt schon erhebliche Schwierigkeiten, den C4 zu decken. Und ihr seht auch, die Maschine ist schon fast bei minus 3 und Schwarz steht schon nach Maschinenmaßstäben am Rande des Gewinns.
So schnell kann das gehen. Also BC, BC, Läufer D4 und dann halt Springer E5, Turm B4 gegen den C4 spielen. Und Schwarz hat hier überhaupt keinen Grund zur Sorge, weil Weiß eben ein bisschen schlapp war. Katharina spielt es anders. Sie setzt hier den anderen typischen zweiten Hebel an. Statt sich auf den, über den C4 herzumachen, will sie Schwarz auch noch am anderen Flügel beschäftigen und spielt hier F5. Das ist objektiv wahrscheinlich nicht ganz so gut. Ivan Čarić begegnet dem mit F4. Das ist wahrscheinlich auch nicht der energischste Zug, um den zu begegnen, aber natürlich ein verständlicher. Er träumt jetzt davon, ich mache Springer F3 und dann mache ich E5 und dann überrolle ich dich zentral. Das ist so die generelle weiße Idee. Und natürlich, das ist auch etwas, was Schwarz nicht zulassen kann. Spielt hier erstmal Springer F6, sehr richtig, denn wenn Weiß jetzt auf E5 verfällt, wäre das überhaupt keine gute Idee. E5, D, E, F, E, die Idee war Springer G4 zu spielen, mit Angriff auf den E5-Bauern. Ja, und was soll der Arme machen? Doppelt angegriffen, gar nicht verteidigt, den kann man eigentlich nur auf dem Brett halten, wenn man E6 spielt, aber dann ist hier eine Schleuse auf, ne, und der strahlt hier rein. Und das weiße Hinterland ist so geöffnet. Hier hat Schwarz riesiges Spiel. Das hat sich Dolzikova sehr richtig so ausgedacht und so kann Weiß das auch nicht machen und verzichtet auch auf E5. Das muss er erstmal vorbereiten, wenn er dazu kommen will, und spielt den ruhigen Zug Dame E2. Und Katharina hebelt munter weiter. E6. Dame E2, wohlgemerkt, mit Angriff auf diesen Punkt B5. C, B, A, B, Springer, schlecht, B5, könnte jetzt in der Luft liegen. Und E6 ignoriert das. Und ignoriert das auch sehr, sehr richtig, denn man kann jetzt, ups, Entschuldigung, Dame E2, E6, weil man kann jetzt nicht auf B5 rausnehmen, weil dann fliegt das weiße Zentrum auseinander. Und dann fällt auch langsam auf, dass hier ja noch einer im Zentrum steht, der da nicht hingehört. Ne? Schlecht D, Turm E8, liegt in der Luft. Und es ist schon ein Ups-Moment auf der weißen Seite. Weil das geht nicht. Also da muss Weiß jetzt auch ein bisschen aufpassen, dass es ihm nicht auseinanderfliegt und lieber erstmal da rausrochieren. Es gibt hier jetzt so viele verschiedene Schlagmöglichkeiten. Ihr seht ja selbst, die sind alle auf verschiedene Weise miteinander verkettet und da liegen so viele Spannungen. Wir könnten hier diverse Schlagmöglichkeiten untersuchen, aber wir wollen das hier auch nicht ausufern lassen. Katharina schlägt jetzt erstmal auf C4. BC. Und muss ich jetzt aber weiter überlegen, es liegt weißes E5 in der Luft. Es droht jetzt wieder. Sie will das jetzt mit Springer G4 bekämpfen. Und ja, E5 geht jetzt nicht, weil der würde jetzt auch einfach hängen. Insofern macht Weiß erstmal Springer F3 und erneuert die Drohung. E5. Kann hier vielleicht schon darauf achten, dass in dem Moment, wo der Springer F6 nicht mehr auf dem Punkt D5 ist, dass jetzt E schlecht D als Schlagoption für Schwarz ausfällt, weil sich dann Weiß sehr, sehr stark auf dem Feld D5 einpflanzen würde. Ja, Weiß spielt Springer F3, plant E5, und hier verpasst Schwarz den Ausgleicher. Wahrscheinlich hat sie hier eine Taktik übersehen. Wenn man jetzt sagt, nee, du kommst nicht dazu, E5 zu spielen, weil das ist ein guter Moment, an dem ich es selbst spielen kann, dann ist Schwarz hier völlig okay. Das taktische Argument ist, und ich nehme an, dass hier das entgangen ist, wenn Weiß H3 spielt und versucht jetzt den G4-Springer rauszuschmeißen, um sich dann auf E5 zu bedienen, dann funktioniert das taktisch nicht, weil Schwarz hat hier E schlecht F4. Und man kann jetzt die Figur auf G4, von der man denkt, man hat sie angegriffen, die kann man gar nicht nehmen, weil Schwarz nimmt zurück und jetzt hängt der F3. Aber schlimmer noch, wenn er zieht, kommt F3 und ebenfalls mit Gabel und Schwarz kriegt sein Material zurück und das mit besserer Stellung, denn plötzlich ist alles bei Schwarz sehr, sehr aktiv und Weiß kann schon fast nach Hause gehen. Insofern, dieses H3 funktioniert nicht, das Wünschenswerte, aber was sonst? Alle anderen Operationen enden in einer Stellung, die ganz gut für Schwarz ist. Also die Hauptmaschinenvariante ist EF, EF, FG, HG, GF, Turm F4. Und wenn Weiß dann H3 spielt, Springer E5, dann sind die Schwarzen halt, ne, man sieht, sie haben alle gute Felder gefunden, alle wunderbare Spiel. Der C4 steht jetzt aber mal so richtig unter Beschuss.
Schwarz-Weiß kann sich da rauswinden, die Maschine ganz objektiv findet das sogar ausgeglichen. Ich denke, wenn du einem Menschen, der ein bisschen Schach spielen kann, diese Stellung zeigst, da wirst du kaum einen finden, der nicht sagt, ja, das nehme ich aber mit Kusshand, mit Schwarz diese Stellung. Die möchte man mit Schwarz schon viel, viel lieber spielen. Also dieses E5 wäre gut. Spielt sie nicht. Sie spielt jetzt Turm B4, was ja auch auf eine Weise ins Konzept passt, mit Angriff auf den Bauern C4. Das gibt Weiß eine starke Möglichkeit, hier direkt Springer G5 zu spielen. Mit Angriff auf diesen Komplex. Und wir hatten ja schon gesagt, Weiß möchte sehr, sehr gerne sehen, dass Schwarz jetzt auf D5 tauscht, weil dann halt sehr, sehr stark der Springer nach D5 kommt. Und hier direkt dieses Springer G5, das wäre sehr, sehr stark gewesen. Das war auch Ivan Šarićs Idee. Er spielt aber erst H3 und möchte erst den G4-Springer rausschmeißen. Das ist nicht ganz so präzise, denn das wiederum gibt Schwarz die Möglichkeit, erst auf E4 zu tauschen, mit Angriff auf den Springer F3 und das Ganze hier dann doch etwas günstiger aufzulösen und vor allem damit den Springer nach E4 zu locken und dann sind diese E-Springer-D5-Probleme nicht mehr so groß. Und die schwarze Stellung wäre wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber noch okay. Sie spielt erst Springer H6. Das ist nicht so richtig gut, denn jetzt ist Springer G5, Šarićs Idee, die ist jetzt schon sehr, sehr stark. Denn jetzt lässt sich diese weißfeldrigen Spannungen lassen sich jetzt nicht mehr so richtig gut für Schwarz auflösen. Wenn man jetzt hier das naheliegende E5 versucht, dann springt Weiß da rein. Ja, Gabel auf Dame und Turm. Man kein Material verlieren will, muss man nehmen. Aber nach DE drohen fürchterliche Sachen. Es droht Springer D5 mit Angriff auf den Turm B4. Wenn der dann zieht, kommt E7 mit Gabel auf diese beiden. Also es hängen sozusagen alle drei Leichtfiguren eben wegen dieses gewaltigen Sprungs nach D5, der hier in der Luft liegt. Das ist für Schwarz schon sehr, sehr schwierig zu verteidigen. Aber auf D5 nehmen kann man halt auch nicht so gut, denn der ist halt jetzt ein Riese. Katharina backt hier ein kleines Brötchen, spielt Turm E8. Zwar der beste Zug in der Stellung, aber es ist halt schon eine Verlegenheitslösung. Spielt Turm E8 und das gibt Weiß eine Möglichkeit, jetzt das Feld wieder mit dem Feld D5 zu arbeiten, auf dem die ganze Zeit ein Bauer rumsteht und trotzdem sprechen wir die ganze Zeit darüber, weil halt so viele Optionen in der Stellung sind, in denen das immer eine Rolle spielt und jetzt forciert es Šarić, spricht man ihn, glaube ich, aus. Bin dafür auch, glaube ich, wir haben schon eine Šarić-Partie, da habe ich ihn Šarić genannt und da bin ich ermahnt worden in der Kommentarspalte, dass ich ihn doch bitte Šarić aussprechen soll. Und das mache ich auch heute. DE Läufer E6, Springer E6, Turm E6 und das taktische Motiv, das natürlich ein internationaler Spitzengroßmeister wie Ivan Šarić nicht entgeht, auch nicht aus der Entferne ist, an dieser Stelle E5 zu spielen. Und das ist sehr stark. E5 droht halt jetzt nicht Springer D5, sondern jetzt droht Läufer D5 mit Fesselung des Turms. Und da muss man erstmal raus, insofern König H8, aber dann kommt Turm FD1 und dann haben wir schon neue Fesselung. Und ihr seht, ne, wir haben eben ganz am Anfang eine schwarze Sprungfeder gesehen, jetzt sehen wir eine weiße Sprungfeder. Jetzt fängt die weiße Stellung an, so richtig Fahrt aufzunehmen und Dynamik zu entwickeln. Und dieses Läufer D5-Ding liegt immer noch in der Luft, denn der Druck gegen C4, den Schwarz ja hat, der ist nur leider wertlos, auch wieder wegen taktischen Motiven, denn Springer schlecht C4 funktioniert nicht so gut wegen Läufer D5. Dieser blöde Turm auf E6 ist immer noch ein Problem. Doppelangriff und Weiß gewinnt Material. Ja, Katharina Dolzikova als starke Schachspielerin, die sie ist, macht hier das, was man macht. Sie sucht verzweifelt nach Gegenspiel und spielt an dieser Stelle G5. Turm schlecht D6. Turm schlecht D6. E schlecht D6. Läufer D4, noch ein Zwischenzug. König H1, Dame schlecht D6. Und materiell ist es ja noch in etwa gleich. Und ja, die Maschine zeigt es an, der C4 hängt immer noch. Aber die Dynamik ist noch in der weißen Stellung drin und es geht jetzt weiter und es spielt sich leider ein bisschen von selbst. Springer D5. Jetzt hat er doch sein Traumfeld auf D5 gefunden und wieder sein mit Angriff auf D4 und gleichzeitig mit Decken des Bauern C4, wir haben im, wann hat der Turm C1 gespielt, im achten Zug oder so? Nee, im
Oh nee, 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 im 11. Zug, das war ja die Neuerung. Da habe ich noch gesagt, er gibt nicht so richtig Sinn. Jetzt ergibt er plötzlich Sinn, denn er deckt jetzt tatsächlich diesen C4, der kein Ziel mehr für Schwarz ist. Und der angegriffene Turm muss ich zurückziehen und kann nicht auf C4 rausnehmen. Und es geht weiter. Läufer D4, CD, C5 und plötzlich ergibt er noch mehr Sinn, denn jetzt setzt sich dieser verflixte C-Bauer auch noch in Bewegung und ne, marschiert hier munter durch. Und Schwarz kämpft mittlerweile auf verlorenen Posten, damit D8, C6. Rot halt C7 mit Gabel. Insofern wieder Dame D6. C7, Turm C8, Dame D2. Und das ist schon der letzte Zug der Partie. Denn bei Schwarz hängt jetzt zu viel. Der A5-Springer hängt, der D4-Bauer hängt mit Schach. Der schwarze König steht jetzt auch sperrangelweit offen. Der D5 ist ein Riese, der unterstützt den C7. Auf G5 hängt auch noch einer in der Gegend rum. Die bricht jetzt zusammen, die schwarze Stellung. Und das wollte sich Katharina dann auch nicht mehr zeigen lassen und hat an dieser Stelle aufgegeben. Ja, schade. Typische Partie. Lange offene Partie, denn Schwarz kann auch spielen. Aber Ivan Čarić hat das bekommen, was er wollte. Eine Partie, in der beide früh auf sich gestellt waren, in der objektiv es war für Weiß gar nicht so toll aussah, aber wo er davon ausging, dass dann in der komplexen Stellung, die sie auf dem Brett hatten, mit den vielen, vielen Möglichkeiten, in der sich dann auf Dauer seine Klasse durchsetzen sollte. Und so ist es auch gekommen. Ja, Grenke Open. Es sind mittlerweile schon 3 von 9 Runden gespielt. Wir haben schon ein Drittel absolviert und heute die Runden 4 und 5. Es trennt sich jetzt so langsam. Heute sollte sich so langsam die Spreu vom Weizen trennen und da wird man dann sehen, wer da was reißt. Ich bin schon sehr gespannt, mir das gleich selbst anzugucken. Auch wenn beim Schach live zu gucken leider das Problem ist, dass man von den Partien meist gar nicht so viel mitkriegt. Das muss ich dann nachholen, wenn ich wieder zu Hause bin. Und ich werde euch auch hier an dieser Stelle auf dem Laufenden halten. Vielleicht bringe ich auch ein bisschen was aus Karlsruhe mit. Mal gucken, was da so passiert, wem ich da so begegne. Schauen wir mal. Wir werden den Weg von Ivan Čarić und allen weiteren verfolgen. Es geht da heute weiter und es gibt jetzt auch wieder Live-Übertragung, weil heute ist es wieder erlaubt und es ist okay mit Jesus, wenn Schach gespielt wird. Insofern freuen wir uns auf alles, was da noch kommt in Karlsruhe. Ich halte euch auf dem Laufenden. Für den Moment bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen und hören uns an dieser Stelle sehr, sehr bald. Wahrscheinlich morgen, wenn ich wieder da bin. Macht's gut, bis dahin. Ade.